Heutzutage pflegen sehr viele Menschen eine Beziehung zu einem bestimmten Gegenstand. Sei es zum Auto, Handy, Klamotten. Subhanallah, wir sind doch Muslime. Und eben wir müssen eine starke Bindung zum Koran pflegen. Er sollte unser Begleiter auf der Arbeit sein, der Gefährte auf Reisen, ein Freund fürs Haus und das Buch zum Entspannen sein. Daraus solltest du Energie schöpfen, ihn lesen, verstehen und danach handeln und den edlen Inhalt weitertragen. Liebe Geschwister, zieht für euch eine Lehre aus dieser Geschichte. Welch ein Vorbild diese ehrenhafte Frau doch ist. Allahu Akbar. Und was für eine Bindung unsere Schwester zum Koran hatte. Ihre Zunge kannte nur die Worte des Koran. Abdullah ibn Mubarak war einer der besten Schüler von Imam Abu Hanifa rahimahullah. Und Abdullah ibn Mubarak berichtet uns von der Rückreise seiner Hajj. Auf der Rückreise habe ich eine Frau gesehen und sie sah sehr einsam und verlassen aus. Also ging ich zu ihr. Und der Grund, warum ich euch diese Geschichte erzähle, ist, um euch zu zeigen, welch eine Verbindung diese Frau mit dem Koran hatte. So ging ich zu ihr und gab ihr den Salam. Und dann habe ich ihr einige Fragen gestellt. Und jeder ihrer Antworten waren die Worte des Koran, waren die Worte Allahs. Abdullah ibn Mubarak sagte, Assalamu alaikum. Und die Frau antwortete, Salamun qawlam min Rabbir Rahim. Friede als Wort von einem barmherzigen Herrn. Ein Vers aus Surah Yasin. Und dann fragte Abdullah ibn Mubarak sie, was ist passiert? Warum bist du hier? Die Frau antwortete, Man yudlillahu fala hadiya lah. Wen Allah in die Irre gehen lässt, der hat keinen, der ihn recht leiten könnte. Abdullah ibn Mubarak fragte weiter, wohin gehst du? Wohin führt dich dein Weg? Sie antwortete, Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Gepriesen sei der, der bei Nacht seinen Diener von der heiligen Moschee zu der fernen Moschee Al-Aqsa hinführte. Sie hat ihre Hadsch vollzogen und war nun auf dem Weg zu der heiligen Moschee Al-Aqsa. Dann fragte Abdullah ibn Mubarak, wie lange hast du dich an diesem Ort aufgehalten? Thalatha layalin sawiyya, 3 Tage und Nächte lang. Abdullah ibn Mubarak fragte, hast du was gegessen? Hast du Hunger? Sie sagte, Huwa yut'imuni wa yasqin. Und der mir Speise und Trank gibt. Mit anderen Worten, Allah hat mich versorgt. Er ist mein Versorger. Er fragte weiter, wie nimmst du die Gebetswaschung? Was ist mit deinem Wudu? Und sie antwortete, فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. So wendet euch dem guten Erdboden zu und streicht euch damit über das Gesicht und die Hände. Und als nächstes fragte Abdullah ibn Mubarak die Frau, ich habe etwas zu essen bei mir. Möchtest du davon essen? Was war diesmal ihre Antwort? ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Danach vollendet das Fasten bis zur Nacht. Mit anderen Worten, ich bin am Fasten. Abdullah ibn Mubarak war darüber erstaunt, dass sie fastet, obwohl sie auf Reise war. Wir befinden uns nicht im Monat Ramadan. Warum fastest du? Sie sagte, وَمَنْ تَتَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. Und wenn einer freiwillig Gutes tut, so ist Allah erkenntlich, allwissend. Hier hat sie das Vollziehen der freiwilligen Handlung hervorgehoben, dass der Muslim über die Pflichten hinaus auch Freiwilliges tun sollte. Und dies hat sie mit diesem Vers aus dem Koran bekräftigt. Abdullah ibn Mubarak sagte nochmal, du bist aber auf einer Reise und selbst auf einer Reise ist das Fasten nicht nötig für dich, selbst das freiwillige Fasten. Sie antwortete, وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Und dass ihr fastet, ist besser für euch, wenn ihr es nur wüsstet. Danach sagte Abdullah ibn Mubarak, du bist hier so einsam und alleine. Lass mich dir helfen, deine Angehörigen zu finden. Möchtest du mit mir kommen? Darauf antwortete sie, وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Und was immer ihr an Guten tut, wahrlich, Allah weiß es sehr wohl. Mit anderen Worten wollte sie damit zum Ausdruck bringen, dass sie zufrieden ist. Abdullah ibn Mubarak sagte ihr, steig auf mein Kamel hoch. Und in diesem Moment sagte sie, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. Sprich zu den gläubigen Männern, dass sie ihre Blicke zu Boden schlagen sollen. Und Abdullah ibn Mubarak warf seinen Blick zu Boden. Während sie auf das Kamel stieg, riss ein Stück Stoff ihres Gewandes. Und sie sagte, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Und was euch an Unglück treffen mag,
Es erfolgt aufgrund dessen, was eure Hände gewirkt haben. Und als sie auf dem Kamel saß, sagte sie: Subhanalladhi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Preis sei ihm, der uns dies dienstbar gemacht hat, und wir wären hierzu nicht imstande gewesen, und zu unserem Herrn werden wir sicher zurückkehren. Dies ist eine Dua, meine lieben Geschwister, die wir aufsagen, wenn wir auf ein Transportmittel steigen. Abdullah ibn Mubarak nahm das Kamel an die Leine und sie machten sich auf den Weg in Richtung der Karawane, welche sie verloren hatten. Abdullah ibn Mubarak war neugierig. Er fragte sie: Von welchem Stamm bist du? Sie sagte: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Und folge nicht das, wovon du keine Kenntnis hast. Dann war Abdullah ibn Mubarak ruhig und nach einer Weile sagte er ein Gedicht auf. Und sie sagte: فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. So trage etwas vom Koran vor. Sie wollte nichts anderes hören als die Worte des Koran. So fing er an, etwas aus dem Koran zu rezitieren. Und die Frau sagte: وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Doch niemand bedenkt dies, außer den Einsichtigen. Sein Kamel machte schnelle Schritte. Und Abdullah ibn Mubarak rezitierte zugleich etwas lauter. Was sagte sie dazu? وَقْصِدْ فِي مَشِّكَ وَغْضُدْ مِنْ صَوْتِكَ. Und schreite gemessenen Schrittes und dämpfe deine Stimme. Sie sind kurz vor dem Ziel. Und Abdullah ibn Mubarak fragte sie: Bist du verheiratet? Hast du einen Ehemann? Ihre Antwort war: Ya ayyuhalladhina amanu, la tas'alu an ashya'a in tubda lakum tasu'kum. O ihr, die ihr glaubt, fragt nicht nach Dingen, die, wenn sie euch enthüllt würden, euch unangenehm wären. Abdullah ibn Mubarak bat um Entschuldigung. Und sie sagte: لا تثريب عليكم اليوم. Keine Schuld soll euch heute treffen. Sie hat Dua für ihn gemacht, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm vergibt. Nun haben sie die Karawane erreicht. Sie sagte: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. Und er hat Wegzeichen geschaffen und durch die Gestirne finden sie die Richtung. Mit anderen Worten, die Sterne führten uns den Weg zu der Karawane. Und Abdullah ibn Mubarak fragte sie: Gibt es jemanden hier, den du kennst? Er fragte weiter: Was machen deine Kinder hier? Was ist ihre Aufgabe? Al-Malu wal-Banuna zinatul hayati dunya. Besitztum und Kinder sind Schmuck des irdischen Lebens. Als Abdullah ibn Mubarak und die Frau sich der Karawane näherten, rief die Frau ihren Kindern zu: Wattakhadha Allahu Ibrahima khalila. Und Allah nahm sie Ibrahim zum Freund. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Und Allah hat zu Musa die Wahrheit gesprochen. يَا يَحْيَا خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ. O Yahya, halte das Buch kraftvoll fest. Sie hatte drei Söhne, Ibrahim, Musa und Yahya. Als die drei Söhne ihre Mutter gesehen haben, liefen sie mit Freude in die Arme ihrer Mutter. Was sagte ihre Mutter als nächstes? فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ. Nun entsendet einen von euch mit dieser eurer Silbermünze zur Stadt. Und er soll sehen, wer von ihren Bewohnern die reinste Speise hat und soll euch davon einen Vorrat bringen. Als ein Zeichen ihrer Dankbarkeit schickte sie einen ihrer Söhne in die Stadt, damit er Abdullah ibn Mubarak etwas zu essen bringen sollte. Und als das Essen kam, sagte sie: Kulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin. Esst und trinkt, doch überschreitet dabei das Maß nicht. Wahrlich, er liebt nicht diejenigen, die nicht Maß halten. Dann sagte sie: Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Kann der Lohn für Güte anderes sein als Güte? Abdullah ibn Mubarak war schockiert. Er war erstaunt. Er war sprachlos. Jedes Mal sprach sie durch den Koran. Abdullah ibn Mubarak sagte zu den Kindern: Ich werde das Essen nicht anrühren, bis ihr mir nicht sagt, wer diese Frau ist. Die Kinder sagten: Das ist unsere Mutter. Und seit 40 Jahren spricht sie nur durch den Koran.